Guten Morgen aus Berlin. Es ist mal wieder Freitag. Wir haben sozusagen fast schon Wochenende. Freitag, der 26. Juni um 9:27 Uhr. Ja, ich bin wie immer auf dem Weg ins Büro und werde heute dort bis, naja, 14, 15 Uhr sein. Und danach geht es wieder nach Hause, denn heute ab 17:30 Uhr habe ich Besuch. Ja. Katharina, Jessica und Andreas kommen heute vorbei zum Rollenspiel. Wir werden, denke ich mal, so ab 18 Uhr loslegen mit DSA Pen and Paper Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob welche der Zuschauer von euch das kennen. Ist halt ja ein Offline-Rollenspiel, sage ich mal. Also nicht so ein Konsolen- oder Computer-Rollenspiel wie World of Warcraft oder Dungeon Keeper ist kein Rollenspiel. Keine Ahnung, aber es ist halt am Spieltisch, wir, oder am Esstisch sitzen wir mit unseren Charakterbögen, haben ein paar Würfelstifte und vielleicht auch ein paar Zinnfiguren und damit rennen wir dann über den Tisch und denken uns irgendwelche lustigen Sachen aus. Ich gucke mal, ob ich das heute streamen kann, werde, je nachdem, ob der Termin stattfindet. Also wir hatten ja schon zweimal vor, DSA oder Pen and Paper Rollenspiel mal zu streamen bei YouNow. Mal gucken, ob das heute zum einen möglich ist und zum anderen auch gewünscht ist, ob die Mitspieler da mitmachen. Und wenn ja, dann könnt ihr ja mal ab 18 Uhr auf meinen YouNow-Kanal gucken, also ab 18 Uhr am 26. Juni, und euch mal anschauen, ja, was wir da so fabrizieren. Ja, ansonsten steht euch nichts weiter an. Also ich werde zwischendrin vielleicht nochmal ein bisschen was einkaufen gehen und freue mich dann auf einen verspielten Abend. Eventuell, wenn wir nicht so lange machen, gehe ich heute Abend noch mit Christoph ins Kino. Da wird Battle for LA gezeigt. In Deutsch zwar, aber naja, egal, ist glaube ich ein Freiluftkino. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Er hatte mich gestern bei der Sneak Preview darauf angesprochen, dass er da irgendwie Freikarten hat und noch niemand, der mitgeht. Und dann gucken wir mal. Vielleicht bin ich heute Abend nochmal auf dem Rad durch Berlin unterwegs, vielleicht auch nicht. Gut, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und sage einfach mal bis morgen früh.